wird noch viel Unruhe auf den Rängen des Center Court. Quiet, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. Schwarzmarktpreise wurden eben gefragt und bezahlt für dieses Halbfinale von über 200 britischen Pfund, also 600 Mark. Und zu 0. Wimbledon liegt in oder in der Nähe einer der Einflugschneisen des Londoner Flughafens Heathrow. Daher die Geräusche, die natürlich längst nicht so laut sind wie bei den US Open in Flushing Meadows. Auch Stefan Edberg bringt sein Service zu 0 durch. Mit Ausnahme des allerersten Aufschlagspiels. Sie erinnern sich, da lag er 0,40 zurück, ehe er dann doch noch seinen Aufschlag durchbrachte. Kommt sein Service jetzt besser und das ist ja eine seiner starken Waffen. Der Aufschlag springt vor allen Dingen auf der Rückhandseite von Lendl hoch weg und dann kann Lendl jedenfalls nicht aus dem Return sofort einen Angriffsball machen. Er wirkt gar nicht so, als habe er so viel Selbstvertrauen und das war ja auch lange Zeit sein Problem. Noch im Davis-Pokalfinale gegen die Australier, aber dann im Januar bewies er, dass er auch da viel gelernt hat, als er zum zweiten Male die Australian Open gewann. Auch daran arbeitet Tony Pickard mit ihm, der von Stefan Edberg sagt, mit jedem Spiel wächst er ein bisschen mehr. Ob er heute schon groß genug ist, um den großen Ivan Lendl zu schlagen? Zwei, drei aus der Sicht von Ivan Lendl.
15. Null 30. Lenze, Glück gehabt. Fehler. Zweiter Abschlag. Zwei Breakbälle, die ersten in diesem Halbfinale gegen Ivan Lendl. Hervorragend passiert, und da ist es passiert, Ivan Lendl verliert zum ersten Mal sein Aufschlagspiel. Hier sehen Sie es nochmal, Stefan Edberg retourniert beim ersten Mal gut und passiert beim zweiten Mal noch besser. Er hat sich sehr gut auf die Aufschläge von Ivan Lendl eingestellt. Serviert jetzt 4:2 in Führung im siebten Spiel des ersten. Genau auf die Figur, wie die Tennisspieler sagen, servierte Stefan Edberg da, und das ist natürlich für den Returnierer mit die unangenehmste Situation. Net.
Das brauchte Ivan Lendl wohl. Das waren Elfmeter. Relativ, was heißt hier relativ? Für Edberg normalerweise nur noch Formsache, dieser Volley, den er jetzt ausschlägt. Breakball, Rebreak-Chance für Ivan Lendl. War aus. Wieder Vorteil Rückschläger. Auch gegen Anders Jerret hatte er mal Probleme mit seinen Volleys, Stefan Edberg. Nach zwei Breakpunkten für Lendl gewinnt Stefan Edberg doch seinen Service und geht mit 5:2 im ersten Satz in Führung. Wie eben schon erwähnt, er hatte Probleme mit seinen Volleys. Aber der starke erste Aufschlag hat ihn dann letztlich doch wieder rausgezogen. Hier sehen Sie nochmal eine Zeitlupenstudie. Wirft sehr hoch und läuft sofort nach vorne, um in die Volley-Position am Netz zu kommen. Insgesamt waren 3 Schweden in der Runde der letzten 8. Von denen am meisten gesprochen wurde über Michael Pernfors, der 6-1, 6-1, 4-1 führte gegen Jimmy Connors und dann gegen den großen alten Mann aus Amerika doch noch verlor. Jimmy Connors ja gleich im zweiten Halbfinale gegen den Australier Pat Cash, der wiederum der Endspielgegner von Stefan Edberg bei den Australian Open im Januar dieses Jahres war. Zurück zu diesem Spiel. 2:5 im Rückstand schlägt Ivan Lendl aus. Love.
Da sehen Sie Tony Pickard in den kurzen Ärmeln in der zweiten Reihe, den Coach von Stefan Edberg. Zweiter Aufschlag. Sie haben es vielleicht nicht sehen können, Ivan Lendl rutschte aus. 40-30. Und damit nur noch 40-30. Von links aufzuschlagen bedeutet für Ivan Lendl und auch für Edberg aus dieser Position genau in die Sonne zu gucken. Oh, da hat Edberg den Ball nur mit dem Rahmen getroffen. Hier sehen Sie es nochmal. Ivan Lendl verkürzt auf 3-5. Im ersten Satz. Edberg leads 5-3 for a set. Genau eine halbe Stunde gespielt. Vor über 14.000 Zuschauern auf dem Center Court von Wimbledon. Stefan Edberg schlägt jetzt auf zum möglichen Gewinn des ersten Satzes. 15 love. Love.
drei Satzbälle für Stefan Edberg. Fehler und ganz knapp aus. Ja, der sprang auf die Linie mit viel Schnitt. Und so bringt Stefan Edberg nach 32 Minuten den ersten Satz mit 6:3 nach Hause. Also, ich denke nochmal zurück, liebe Zuschauer zu Hause, an dieses allererste Spiel. Sie erinnern sich, da hatte Edberg bei eigenem Aufschlag 0:40. Das war eine ähnliche Situation wie heute vor einer Woche bei Boris Becker in der Situation von Ivan Lendl heute. Auch der hatte gleich im ersten Spiel die Chance zum frühen Break, verpasste das. Und vielleicht hier wie dort denkt der andere dann zu lange über die verpasste Gelegenheit nach. Stefan Edberg soll es recht sein. Er und sein Coach Tony Pickard haben sehr viel, vor allen Dingen im mentalen Bereich, miteinander gearbeitet. Sie reden sehr viel miteinander. Ich habe die beiden in Kensington gestern Abend noch nach 23 Uhr in einem portugiesischen Restaurant getroffen. Eigentlich unvorstellbar für einen Leistungssportler. Aber Edberg sagt, er hat noch ein spätes Doppel bestreiten müssen. Und vorher war das nicht drin mit dem Essen. Heute lange geschlafen. Und dann haben sie gesehen, da hat Tony Roach ein Zeichen gegeben für seinen Schützling Ivan Lendl. Edberg jedenfalls hat hier in der Vorschlussrunde den besseren Start erwischt. Aufschlag Ivan Lendl, erstes Spiel, zweiter Satz. Schön, der passte genau. Da gibt es irgendein Geräusch, das sicher sie genauso stört. Aha, Fehler behoben. Ja, da holt Stefan Edberg immer noch sehr, sehr weit aus bei der Vorhand, die, wenn man das überhaupt sagen kann, immer noch so ein bisschen seine Schwäche ist. Daran arbeitet er mit seinem Trainer, gerade um diese lange Ausholbewegung zu verkürzen. Ready on.
Ivan schimpft mit sich selber. First game, second set, 1-0 Führung für Ivan Lendl im ersten Spiel des zweiten Satzes. Hier sehen Sie nochmal das Resultat des ersten. 6-3 für Stefan Edberg. Fast kein Wölkchen am Himmel über Wimbledon. Eine wunderschöne zweite Woche, die hier auch den Tennisfeinschmeckern die großen Spiele bescherte, muss nochmal sagen, das größte zweifellos die Begegnung, die Jimmy Connors noch umdrehte gegen Michael Pernfors. Ivan Lendl und Stefan Edberg hatten es relativ leicht. Beide gaben auf dem Weg in die Vorschlussrunde nur jeweils zwei Sätze ab. Kein Platz mehr auf den Stehplatzringen. Aufschlag Edberg. Erste Ass, stürmisch befeiert. Super, Lob des Weltranglisten erst. Eins beide im zweiten Satz. One game all, second set. Wenn Stefan Edberg seinen starken Aufschlag so durchziehen kann, dann wird das ganz, ganz schwer für Ivan Lendl.
Dame Wendell. 2-0. Schwarzer-1-Führung für den 27-Jährigen, der in Ostrau in der Tschechoslowakei geboren wurde, jetzt zwei Wohnsitze in den Vereinigten Staaten hat, einen wunderschönen Landsitz in Connecticut, in Greenwich und ein sehr schönes Haus in Florida, in Delray Beach. Dort feierte er im März seinen 27. Geburtstag und am nächsten Tag wurde er fürchterlich vorgeführt von Miloslav Mečir im Endspiel des fünftgrößten und fünftwichtigsten Tennisturniers der Welt. Dann ließ er sich operieren und sein erster Turniersieg 87 war Hamburg, dem er dann Paris folgen ließ, das er zum dritten Mal gewann. Ivan Lendl, gut 2,5 Jahre jetzt Erster der Weltrangliste im Herrentennis. Aufschlag der Weltranglisten Vierte, Stefan Edberg. 1-2 aus der Sicht des Schweden, der den ersten Satz mit 6-3 gewonnen hat. Passt genau auf die Rückhandseite von Lendl. Rechts der Oberschiedsrichter Alan Mills, der in der zweiten Woche ganz gelassen zuschauen kann. Keine Probleme mit dem Wetter. Sie kennen das System hier in Wimbledon, ja sicherlich von früheren Übertragungen. Da gibt es nicht nur einen Linienrichter, sondern auch noch eine elektronische Kontrollvorrichtung, die piepst, wenn es einen Fehler gibt. Dame Edberg, 2 games all, second set. 2 beide. Jeder brachte bisher in diesem zweiten Satz sein Aufschlagspiel durch. Ersten Satz
reichte Edberg einen Break zum 2-4 zum Gewinn dieses ersten Satzes mit 6-3. Ivan Lendl schlägt auf. Hier sehen Sie es nochmal, auch Lendl jetzt ein typischer Serve-and-Volley-Spieler. Und der zweite Volley macht den Punkt. 40-0. Lendl hat sein erstes Ass gesehen. What gives you the right to overrule the machine? Oh, er fragt, was gibt dem Schiedsrichter das Recht, die Maschine zu überstimmen? You're a hell of a team, buddy. I would hate to have you on my team. Schauen wir uns das nochmal an. Also es ist immer in der Zeitlupe schlecht zu sagen. Ich hatte beim Draufblick auf den Platz auch den Eindruck, es sei ein Fehler gewesen. Und hilft alles nicht. Zweiter Aufschlag. Ja. Und da nagt noch der Ärger an ihm und an seiner Konzentration. Hat ja alles schon gegeben, dass man die Maschine, die verrückt spielte, auch abstellte und dann wieder sozusagen allein auf das menschliche Auge setzte. Insofern hat der Schiedsrichter schon das Recht, die Maschine zu überstimmen, um die Frage von Lendl zu beantworten. 40-15. Dame Lendl? Naja, das ist jetzt ein bisschen albern. Nun, da rhetorisch zu fragen, war der denn vielleicht aus? Also das ist ja schon ein Kreuz mit diesem Ivan Lendl. Der kann privat ein so witziger, charmanter Gesprächspartner sein. Sobald er auf dem Platz ist, versteinert seine Mimik, ist er verbissen. Sicherlich noch nicht der richtige Anlass, um sich hier mit Schiedsrichter Ken Slile anzulegen. Aber der Amerikaner hat das ja auch ganz gelassen hingenommen. Es gab den zweiten Aufschlag und Ivan Lendl hat dann seinen Service doch noch durchgebracht. Viel Eis in der Getränkemischung. Ich nehme an, es ist Tee mit Zitrone. Jetzt gibt es ein paar neue Schweißbänder. Bei Ivan Lendl immer besonders lang. Keiner bereitet sich auf ein Match so sorgfältig vor. Das ist alles genau überlegt. Alles soll passen zum ersten Wimbledon-Sieg. Aber davor ist im Moment noch Stefan Edberg.
Der Schwede hat den ersten Satz mit 6-3 gewonnen. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich das ein bisschen öfter wiederhole, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt um diese Zeit auch immer mehr Zuschauer nach Hause kommen und wissen wollen, wie es steht. Also, erster Satz Edberg 6-3, zweiten Satz führt Ivan Lendl mit 3-2, Aufschlag Edberg. Stark gespielt von beiden. Schauen Sie sich das nochmal an. Der Halbflugball von Edberg, schwer zu spielen. Aber seine Volleyposition bleibt gut und auch über Kopf ist der Schwede stark. 40-30. Advantage Edberg. Klug gespielt von Edberg, erinnert sich mal an den vorletzten Aufschlag, hat bis dahin immer auf die Rückhand von Lendl serviert. Dann schlug er auf die Vorhand auf, weil er befürchten musste, allmählich stellt sich Ivan auf seine Aufschläge ein. Das brachte den Punkt zum Vorteil und jetzt Spiel 3, beide.
Schauen Sie noch mal zu. Edberg ist unglaublich schnell. Schwer unter Druck. Da rutscht er ein bisschen weg. Und erst hier ist der Schwede geschlagen. Es ist nicht ganz einfach, das richtige Schuhwerk zu finden. Man braucht ja so einen Schuh, der gleichzeitig für Gras, ein bisschen gibt es davon ja noch, und Sand ideal ist. Dame Lendl, change ball, please. Zu null gewinnt Ivan Lendl mal wieder sein Aufschlagspiel. 4-3 im zweiten Satz und fast eine Stunde gespielt in dieser ersten Vorschlussrunde im Herreneinzel von Wimbledon 1987. Zweimal haben bisher Stefan Edberg und Ivan Lendl ein Fünfsatzmatch bestritten. Bei den australischen Meisterschaften, von denen ich eben schon sprach, 1985 im Halbfinale, siegte Edberg 6-7, 7-5, 6-1, 4-6 und 9-7. Und vorher ebenfalls 85 bei der WCT-Weltmeisterschaft von Dallas war Lendl in 5 Sätzen erfolgreich. Insgesamt steht die Bilanz 4-3 für Ivan Lendl, der auch den letzten Kampf gewann beim Masters in der ersten Runde leicht mit 6-3 und 6-4. Zurück zu diesem Spiel. Stefan Edberg 3-4 im Rückstand schlägt auf. Ja, war das falsche Feld. Hat nicht viel gefehlt bei dem Return von Lendl. Thirty
30 all. Break Chance. Spielball für Ivan Lendl. Deuce. And a Jedburgh. Das ist wohl ein Scherz, schimpft Ivan, dass er diesen Punkt nicht macht. Wir beide nach Abwehr eines Breakballes bringt Stefan Edberg auch diesmal sein Aufschlagspiel durch. Das vielleicht nicht das Allerhärteste ist, aber meistens kommt sein Service präzise. Und wenn er in Schwierigkeiten ist, serviert er auf die Rückhand von Lendl und zieht sich damit bisher aus allen Schwierigkeiten heraus. Der passte. Love 15. Wir sehen es nochmal. Edberg hat Schwierigkeiten mit dem Return. Aber er passiert ihn unnehmbar. Da war das Feld frei für Edbergs Passierschlag. Hier sehen Sie das nochmal. Lendl in Schwierigkeiten. Und da hat der Weltranglisten-Erste Glück, dass Edberg verzieht. Super. Guter Aufschlag und dann dieser Slice Return.
Lendl. 5:4 Führung für Ivan Lendl im zweiten Satz, in dem bisher jeder Spieler sein Service gehalten hat. 1:08 gespielt. Ivan Lendl schaut immer noch sehr angespannt, keineswegs relaxed rein. Hier nochmal bei einer Aufschlagstudie. Dann der Crossversuch von Edberg, der ziemlich tief ins Netz geht. Geht um viel Geld hier in Wimbledon, wo nicht im Tennis. Im Halbfinale hat jeder der beiden Spieler schon 38.750 Pfund sicher und knapp 120.000 Mark. Für den Finalisten gibt es das Doppelte und für den Sieger das Vierfache dieser Summe. Aber natürlich denkt jetzt keiner an die Kasse, sondern jeder will hier ins Endspiel. Lendl zum zweiten Mal nach 1986, Edberg zum allerersten Mal in seiner noch jungen Karriere. 4-5, Aufschlag, Edberg. Sehr sichere Volleys. Stark. Deuce. Nur ein geblockter Return mit der Rückhand. Und das 40-0 wird 40-40. Advantage Edberg.
Hertzberg hat jetzt schon eigentlich zum dritten Mal hintereinander Schwierigkeiten, sein Aufschlagspiel durchzubringen. Und erneut Rückschuss für Lendl. Advantage Lendl. Und damit Satzball. Ja, da haben Sie die ganze Erleichterung des Weltranglistenersten gesehen. Ja, hat er geschrien, nach diesem wirklich sehr guten Rückhandreturn, der ihm den zweiten Satz bringt. Mit 6:4, gespielt jetzt 1:14. Aufschlag Ivan Lendl. Sie wissen ja, hier in Wimbledon wird von der ersten Runde an über 3 Gewinnsätze gespielt. Kann also noch ein längerer Nachmittag werden. 15 off. Da scheint bei Hedberg ein Schläger am Schläger eine Seite gerissen zu sein. Er wechselt das Racket. Klug gesetzt von der Zeit. 1:0 Führung für den Weltranglisten-Ersten im ersten Spiel des dritten Satzes. Jeder einen Satz, hier sehen Sie es nochmal, den ersten gewann der Schwede mit 6:3, den zweiten der gebürtige Tschechoslowake, der seit Jahren in Amerika lebt, mit 6:4. Er wird nochmal das Netz vermessen nach 1:17. Jeder Spieler hat ja seine eigene Methode, sich fit zu halten. Man muss auch versuchen, Nährstoffe zu sich zu nehmen, denn
bei der langen Dauer eines möglichen Fünfsatzkampfes baut der Körper sonst zu schnell ab. Wie gesagt, es ist hochsommerlich warm in Wimbledon. Auch das zehrt natürlich an den Kräften der Spieler, obwohl sie sich davon bis hierher noch nichts anmerken ließen. Edberg to serve. Stefan Edberg schlägt auf. Thank you very much. Thank you. Zweiter Ass von Stefan Edberg. One game all, third set. Da kann etwa Coach Tony Pickard zufrieden sein, dessen wegen er seinen Wohnsitz in London genommen hat. Aufschlag kommt wieder. Gab ein paar Schwierigkeiten im zweiten Satz, die dann schließlich auch zum Break durch Ivan Lendl führt. Fifteen.
Dame Lindell. Zwei zu eins für Ivan Lendl im dritten Satz. Man hat den Eindruck, er ist jetzt richtig drin. Hat seinen Rhythmus längst gefunden. Reicht das heute gegen Stefan Edberg? Der Schwede, der seinerseits gut aufschlägt, mit guten Volleys besticht. Hier sehen wir nochmal einen Return von Stefan Edberg. Sehr tiefer, gefühlvoller Volley von Lendl. Und dann der viel zu niedrige Lobversuch von Stefan Edberg. Das ist der Schiedsrichter, Ken Slyle. In der linken Hand hat er die Uhr, die genau die 90 Sekunden kontrolliert, die die Spieler beim Seitenwechsel zur Verfügung haben, bis der nächste Aufschlag kommen muss, der jetzt von Stefan Edberg kommt. Two games all, third set. Thank you.
love. Doppelfehler, Nummer 2, kann man sich bei 40-0 schon mal leisten. Game, Lendl. Ja, die Entscheidung war richtig. Wie sie zustande kam, war etwas merkwürdig. Der Schiedsrichter hat erst Fehler gesagt und hat dann seine Auffassung geändert. Schauen Sie nochmal hin, ein sehr kurzer Aufschlag, sehr kross. Aber er springt noch von innen auf die Aufschlaglinie, auf die Seitenlinie genauer gesagt. Und das bringt das 3-2 für Ivan Lendl. Sah jetzt so aus, als hätte der wütende Lendl den Schiedsrichter beeinflusst, seine Meinung zurückzunehmen. Aber ich bin ganz sicher, Kent Lyle war gut beraten, das in dem Fall so zu tun. Da haben wir nochmal die Lendl-Freundin Samantha, sie stammt von einer wunderschönen Karibikinsel, die halb holländisch, halb französisch ist, St. Martin. Daneben Tony Roach, der Coach, der Ivan auf jedes Spiel sehr sorgfältig einstellt und der sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass er auf Gras besser wird. Schauen wir mal auf den bisherigen Weg von Ivan Lendl. Erste Runde bezwang er den neuen Bosch-Schüler Christian Sacciano, einen Qualifikanten hier in Wimbledon, in 4 Sätzen. Aufschlag Stefan Edberg. Service.
40-15. Wieder ein vorwurfsvoller Blick von Ivan Lendl zum Linienrichter. Jetzt diskutiert er erneut mit Ken Slyle. Jetzt fordert er auf, den Oberschiedsrichter zu rufen. Alan Mills. Where did they get you? Where did they pick you up? Game Edberg, 3 games all, third set. Schauen wir uns diesen letzten Punkt nochmal an. Schien genauso auf der Linie zu sein, wie im vorigen Spiel umgekehrt, der Aufschlag von Lendl. Dass der Linienrichter mit dessen Entscheidung Ivan Lendl nicht einverstanden war. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, meine Damen und Herren, die Aufgeregtheiten von Lendl sind bisher fast das einzig Aufregende an diesem Spiel, das jetzt 1:35 dauert. Edberg spielt es cool, vielleicht mit mehr Selbstvertrauen als jemals zuvor. Und Lendl merkt man diesen unheimlichen Willen an, der fast verkrampft wirkt, in dem Bilden den ganz großen Erfolg anzusteuern. Da ist der Oberschiedsrichter Alan Mills, rechts. War gut. Spiel, Ivan Lendl, 4-3 Führung in diesem dritten Satz. Lassen Sie mich da nochmal eben fortfahren. Also Lendl schaltete in der ersten Runde den neuen Bosch-Schüler Christian Saciano aus, einen Qualifikanten, der ihm immerhin einen Satz abnahm. Zweite Runde
der Italiener Paolo Cane, ebenfalls mit Schwierigkeiten. In der dritten Runde war es der amerikanische Qualifikant Richie Rinneberg. In der vierten Runde der aus Südafrika stammende Amerikaner Johann Krieg und schließlich im Viertelfinale Henri Lecomte, der Vorgänger von Ivan Lendl als internationaler Tennismeister von Deutschland. In drei Sätzen 7-6, 6-3 und 7-6 ohne einen einzigen Aufschlagverlust. Hier und heute in der Vorschlussrunde hat Lendl im ersten Satz einmal seinen Service abgegeben und damit auch den ersten Satz mit 6-3. Den zweiten holte er sich dann mit einem Break zum 6-4. Und jetzt führt der Weltranglistenerste mit 4-3, über den jetzt sicherlich diese Herren hier mit Alan Mills rechts außen noch einmal diskutieren. Mills lässt sich sagen, um was es da ging. Er war offensichtlich nicht während des ganzen Spiels auf seinem Platz. Aber wie gesagt, im Prinzip kein Grund zur Aufregung im bisherigen Spielverlauf. Eine Stunde, 40 Minuten haben wir die beiden schon gesehen. Aufschlag, Stefan Edberg. Lock 15. 0-15. Match for service. First service. Ja. Edberg kommt zwar nach vorne, ist aber von Anfang an bei seinen Volleys in Schwierigkeiten. Und dann kommt der gut gesetzte Passierschlag von Lendl voran. 30 Beine. Hat wirklich eine starke Vorhand, schon beim Return und dann erst recht bei diesem Passierschlag. Tja, der kommt außerhalb des Platzes zurück, dieser misslungene Return. Spielball zum 4-Beide.
so noch nicht. News. Advantage Edberg. Wieder Einstand. Das erste Aufschlagspiel in diesem dritten Satz, das überhaupt Einstand erreicht, jetzt schon zum zweiten Mal. Jedberg. Da ist dann doch das Spiel für Stefan Edberg zum 4-Beide. Im dritten Satz. Hat ein bisschen Mühe gehabt, seinen Service diesmal durchzubringen, der Schwede. Oder vielleicht sagen wir es umgekehrt. Ivan Lendl hat sich auf den Aufschlag des 21-Jährigen im Verlauf des Spiels besser eingestellt. Sieht man mal, wie schnell Lendl da vorne am Netz ist, auch wenn er den Punkt nicht macht. Da kommt er noch dran, aber durch den Netzroller fliegt der Ball über die Seitenlinie hinaus. 0:15. War noch gut. Schauen Sie sich das mal an. Mag manch einer Zweifel haben, ob er den überhaupt nehmen musste, aber so war es natürlich viel besser. Ja. 40, 15. Das erste Ass des großen Ivan gegenüber drei Aufschlagassen von Stefan Edberg. Dame Lendl.
Und Spielende, 5:4 Führung. Im dritten Set. Schauen wir mal kurz auch auf die Gegner des Schweden Stefan Edberg. Zwei Schweden dabei auf dem Weg ins Semifinale. Zunächst Stefan Eriksson, gar kein Problem mit dem Traumresultat 6-0, 6-0, 6-0. Dann zwei Amerikaner, Mel Purcell und Matt Angel. In der vierten Runde der Schweizer Jakob Lasek, der Stefan Edberg ebenso als Abnahmen wie sein Landsmann Anders Jarret, der zugleich, ich sagte es eingangs, der Doppelpartner von Stefan Edberg hier in der Wimbledon-Doppelkonkurrenz ist. Und dort stehen die beiden im Halbfinale gegen die Spanier Sanchez und Casal. Zu diesem Zeitpunkt übrigens gibt es auf dem Court Nummer 1 die andere Vorschlussrundenbegegnung im Herren-Doppel. Flach Seguso, die Amerikaner, führen im Moment gegen den Ecuadorianer Andres Gomez und Slobodan Stivojinovic aus Jugoslawien 7-6, 2-6 und 5-4 in einem Match, das ebenfalls für drei gesetzt ist. Zurück zum Center Court, wo Ivan Lendl jetzt auf einen Break hofft, den Edberg nicht zulassen will, denn dann wäre der dritte Satz weg. 5-4 Führung für Lendl bei Aufschlag von Edberg. Starker Return und sofort die Aufforderung, come on, an sich selbst. Der erste Aufschlag von rechts. Knapp aus. 40-15. Game Edberg. Zum Zweiten. Ein sehr diszipliniertes Spiel von beiden. Ich muss das nochmal sagen, ohne besondere Höhepunkte, wenn man mal von den beiden Ausbrüchen des Ivan Lendl absah. Service.
first service. Zu Null. Gewinnt Ivan Lendl sein Aufschlagspiel diesmal wieder und geht mit 6:5 im dritten Satz in Führung. Sie sehen, dass da oben fast 2 Stunden gespielt in dieser Vorschlussrunde zwischen dem Sieger von Paris, Ivan Lendl, hier im Bild und dem Gewinner der australischen Meisterschaften als erfolgreicher Titelverteidiger Stefan Edberg. Edberg hat schon sehr früh von sich reden gemacht als Grasspieler. 1983 da siegte er hier als Junior in Wimbledon und schaffte als Jugendlicher den Grand Slam, also die 4 Turniere in Paris, London, New York und Melbourne. Und damals schon rechnete man sehr schnell mit seinem Durchmarsch an die Spitze. Aber dazu fehlte ihm sicherlich vor allen Dingen mental noch eine ganze Menge. Erst durch die sehr intensive und erfolgreiche Arbeit von Tony Pickard ist das für den Schweden ein ernsthaftes Thema. Aber jetzt muss er seinen Service durchbringen. Ivan Lendl liegt im dritten Satz mit 6:5 in Führung. Sehr gefühlvoller Halbflugball. Wieder mal auf die Vorhandseite serviert. Das hat Stefan Edberg ja immer mal wieder zwischendurch versucht und hier erneut mit Erfolg. Auch er gewinnt zu Null sein Service. Und der dritte Satz, liebe Zuschauer in Deutschland, wird im Tiebreak entschieden. Tiebreak, Lendl to serve.
Lendl steckt auf. Energische Geste mit dem Kopf. Aufforderung an sich selbst. Los, ne, mach jetzt. Eins, beide. Oh, der war zu lang. Da ärgert er sich, Stefan Edberg. Das kann ein ganz wichtiger, verhängnisvoller Punkt gewesen sein. Führung für Ivan Lendl, der jetzt aufschlägt. Jetzt kommt er mit seinen Assen. Ass Nummer 3. Das heißt 4:1 Führung im Tiebreak für Ivan Lendl bei Aufschlag von Stefan Edberg. Hier aus Sicht des Schweden, der aber immer noch diesem einen leichten Volley nachtrauert. Und das ist ja dieses Lotteriespiel im Tiebreak, da darf man sich im Prinzip keinen leichten Fehler leisten, sonst kann der Satz weg sein. Viertes Ass von Stefan Edberg. Und nur noch 3-4. Oder 4-3 aus der Sicht des jetzt aufschlagenden Weltranglistenersten.
der war auf der Linie. Und damit ist in diesem Tiebreak wieder alles offen. 4-5 aus der Sicht des jetzt aufschlagenden Stefan Edberg. Beide Spieler machen sich zwischen den Ballwechseln immer wieder locker. Sicher auch, um dem Gegner zu zeigen, komm nur, ich bin topfit. Auf die Vorhandseite. Fünftes Ass und 5-2 dem Tiebreak. Ganz knapp im falschen Feld. Oh, da hat er Glück gehabt. Und dieser Netzroller bringt den ersten Satzball in diesem dritten Satz für Stefan Edgar. Aber jetzt hat Ivan Lendl Aufschlag. Schauen Sie sich das nochmal an, der zweite Aufschlag. Und da hat er Glück. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Sehr konzentriert, der Schwede, der jetzt in diesem Tiebreak schon 2-0 geschlagen hat. 5-6 aus der Sicht von Ivan Lendl. Satzball für Stefan Edberg. Abgewehrt. 6 beide und Seitenwechsel. Sonne, Sie sehen das gleich an den Schatten, die die Spieler werfen, fällt jetzt genau von der Seite ins Stadion ein. Jetzt kommt auch hier so ein bisschen Stimmung auf. In diesem bisher doch sehr cool von beiden Spielern gespielten Match. Alles offen. 6 beide im dritten Satz. In diesem Tiebreak. Und jetzt Satzball für Lendl bei Aufschlag von Edberg. 7-6, Lendl. Abgewehrt, jeder jetzt einen Satzball. 7-all. 7 beide. Jeder einen Satz. Und im Tiebreak des dritten Satzes 7 beide. Noch ein Aufschlag von Stefan Edberg. Ja, Tony Roach mag gar nicht hingucken. Da hat er die Chance gehabt, Ivan Lendl. Das war kein tödlicher Volley-Stop von Edberg. Ganz schön mutig, den Ball in der Situation zu spielen. Und zweiter Satzball für Stefan Edberg. Ja, da wollte Ivan Lendl die Chance nutzen. 7-8 aus der Sicht von Lendl. Zweiter Satzball für Stefan Edberg.
ein starker Aufschlag, wird auch diesen Satz verlangt. Acht beide. Liegt eine unheimliche Spannung hier über dem Center Court. Da war die Chance zum Passieren. Jetzt aber hat Ivan Lendl seinen zweiten Satzball. 9-8 in Führung. Bei Aufschlag von Stefan Eppe. Lendl holt den Satz. Mit 10-8 im Tiebreak. Und Ivan Lendl geht mit 2-1 Sätzen in Führung in dieser Vorschlussrunde von Wimbledon. 6-3 der erste Satz für Edberg. Dann 6-4 der zweite für Ivan Lendl, der den dritten im Tiebreak mit 10-8 gewinnt. Also 7-6 der dritte Satz an Ivan Lendl. Hier nochmal eine Zeitlupenstudie. Hier die Vorhand, die lange Zeit als die gefürchteste in der gesamten Tennisbranche galt und sicher auch heute noch eine der stärksten ist. Ersten Satz verloren, die beiden nächsten gewonnen. Und jetzt gibt es nochmal ein bisschen Kraftnahrung aus dem Pappbecher für den Weltranglisten Ersten. Time, gentlemen. Fourth set, Edward to serve. Quiet, please, ladies and gentlemen. Thank you very much. Please settle back into your seats. Thank you. Quiet, please. Thank you very much. So, jetzt darf man gespannt sein, wie hat Stefan Edberg diesen Schock verkraftet, den dritten Satz nun so denkbar knapp verloren zu haben. Er schlägt zum vierten Satz auf. Oh, Bayer, 0-30. Oh, der war auf der Linie. 0-40. Wie im allerersten Aufschlagspiel des ersten Satzes. Tony Pickard, der Trainer von Stefan Edberg, der jetzt in Schwierigkeiten ist.
040. Erster Breakball abgewehrt. Da ist es passiert. Edberg läuft richtig in den von Lendl geschlagenen Ball hinein und versiebt so sein Aufschlagspiel. 1:0 Führung für diesen Mann hier, für Ivan Lendl. Nun weiß er, dass er gute Chancen hat, gegen Edberg ins Finale vorzudrängen. Und das beobachtet man ja immer noch bei Stefan Edberg. Wenn der mal in Schwierigkeiten gerät, dann hat er Probleme, wieder zurückzukommen. Wie das in den ganz großen Zeiten seiner jungen Karriere Boris Becker schaffte. Wie es auch Ivan Lendl schaffte. Ist dieser Mann hier, der 21-jährige Stefan Edberg, in diesem Jahr schon hart genug dafür? Er hat ja schon 4 Turniere gewonnen. In dieser Saison 1987 nicht nur Melbourne, sondern auch in Memphis, in Rotterdam und in Tokio. Und in der Preisgeldliste dieses Jahres steht er mit $493.000 an zweiter Stelle hinter Miloslav Mitschir aus der Tschechoslowakei, bei dem vor allen Dingen die große Summe beim Sieg in Florida bei diesem fünftgrößten Tennisturnier der Welt in Delray Beach zu Buche schlägt. Zurück zu diesem Spiel. Aufschlag, Ivan Lendl, 1:0 Führung im vierten Satz. Wenn das noch ein, zweimal gelingt, dann kann es noch einen Rebreak geben. Starke Vorhand. Second serve.
Lendl. Wenn Lendl so aufschlägt, ist dagegen bei Edberg kein Kraut gewachsen. Lendl leads two games to love, fourth set. Viertes Ass. Und obwohl er so gut aufgeschlagen hat, wechselt er den Schläger, Ivan Lendl. Möglicherweise ist bei diesem gewaltigen Ass nochmal eine Seite gesprungen. Oder einfach die Spannung nicht mehr so, wie Lendl sie sich wünscht. Nutzt er eine sehr, sehr hohe, seinen hohen Druck auf seinen Schlägern. Und das ist der Druck, unter den er zurzeit auch Stefan Edberg setzt, der 0-2 zurückliegt und jetzt im vierten Satz aufschlägt. 15 off. War genau auf der Linie. 13-15. Wunderbarer Lob. Ja, zweiter Aufschlag nur noch. Breakball. Doppelfehler. Der zweite Doppelfehler in einem wirklich denkbar ungünstigen Moment. 30-40. Das zweite Break für Ivan Lendl. Wieder diese super Vorhand von Lendl, die ihm den zweiten Breakball in diesem dritten Spiel des vierten Satzes bringt. Genau die Linie lang.
Alexander Jedberg. Hier sehen Sie das nochmal. Die Situation, die zum Vorteil Edberg führt. Game Edberg. Und Spiel. Stefan Edberg verkürzt auf 1-2 im vierten Satz. Hier nochmal der Stand. Erster Satz Edberg 6-3, die beiden nächsten mit 6-4 und 7-6 gegen ihn. Und jetzt im vierten liegt Ivan Lendl mit einem Break vorne. Das zweite Break hat Stefan Edberg da gerade noch abwenden können. Der zweimalige Gewinner von Australien braucht jetzt noch einen Break, sonst ist der Traum vom Wimbledon-Finale für ihn in diesem Jahr ausgeträumt. Time, gentlemen. Er hat lange Zeit so hervorragend die Aufschläge von Ivan Lendl retourniert. Tony Pickard macht ihm nochmal Mut. Versucht ihm ein bisschen positives Denken jetzt einzuflößen, aber da müsste er ja schon, was weiß ich, alles können. Bleibt bei den Realitäten. Aufschlag Ivan Lendl. 2-1 Führung im vierten Satz. 2-1 Führung nach Sitz. Schlägt immer besser auf. Sein fünfter Satz. Sehr, sehr schön. Gute läuferische Leistung. Hier sehen wir das nochmal. Er ist ein sehr guter Return. Aber der tiefe Volley von Lendl war klasse. Und dann aus vollem Lauf der Passierschlag des Stefan Edberg. 15 beide. War der gute Ivan da schon etwas zu locker? Dreißig beide. Klasse Rückhand. Und da ist die Chance zum Gegenbreak für Stefan Edberg.
nach diesem wirklich hervorragenden Passierball. Spielball zum 2-Beide für den Schweden. Ja, da wartete wohl Edberg auf den Fehlerruf oder das Signal der elektronischen Maschine. Nichts davon kam. Spiel ist stärker geworden. War ein klasse Return, war ein klasse Volley, an den dann Edberg einfach nicht mehr herankam, trotz guter läuferischer Leistung. War ja ganz schwer zu schlagen, dieser tiefe Rückhandvolley von Ivan Lendl, der jetzt Spielball hat. Haben Sie gesehen, Lendl hat sich einfach rumgedreht. Sehr, sehr raffinierte Return. Lendl muss den Ball als Halbvolley nehmen. Einstand erneut. Also alle Achtung vor Stefan Edberg. Hier beweist er, dass er kämpfen kann und nicht nach einem Rückschlag alles laufen lässt, wie so oft in seiner Laufbahn bisher. Lendl hat Schwierigkeiten, sein Service durchzubringen. Wieder ein guter erster Volley von Lendl und der zweite war dann eine ganz leichte Übung für den Weltranglisten-Ersten.
längste Spiel in diesem Match bisher. Viermal ein Stand und jetzt wieder Vorteil für Ivan Lendl. Und da bringt Ivan Lendl mit Ach und Krach sein Aufschlagspiel durch. Geht mit 3:1 in Führung. Legt also weiterhin einen Break vorne. Im vierten Satz. Und der Weltranglisten-Erste führt mit 2:1 Sätzen. Sehr schöne Aufschlagstudie mit der Vorwärtsbewegung und dem anschließenden hohen Volley. Oder Überkopfball, ganz wie Sie wollen. Stefan Edberg verkürzt auf 2:3 im vierten Satz. Lassen Sie mich schnell nochmal einen Blick auf die Doppelkonkurrenz werfen. Da hat soeben der US-Doppelmeister des Jahres 1985, Flach Seguso, USA, gegen die US-Open-Doppelsieger des vergangenen Jahres, Andres Gomez und Slobodan Sivojinovic, gewonnen. 7-6, 2-6, 7-6 und 6-4. Und damit stehen Flach Seguso im Endspiel von Wimbledon. Sie warten dort auf den Sieger der Begegnung zwischen Anders Jarret und Stefan Edberg, der also heute Abend nochmal ran muss, gegen die Spanier Sanchez und Casal. Das alles stört Ivan Lendl natürlich überhaupt nicht, der mit einem Break vorne liegend diesen vierten Satz gewinnen und dann ins Endspiel des Herren Einzels einziehen will. Spiel sind jetzt 2 Stunden und 41 Minuten vor 14.500 Zuschauern auf dem Center Court von Wimbledon. Ivan Lendl schlägt auf. 2-1 Sätze in Front und 3-2 im vierten Satz.
15 off. Der Ball war genau auf der Linie. Er passte genau. 14-15. Obwohl der zweite Aufschlag von Ivan Lendl relativ tief kam, aber nicht hart genug, um diesen Passierschlag zu verhindern. 40-15. Gut über die Rückhandschulter von Lendl gesetzter Lob von Edberg. 40-30. Hier sehen Sie das nochmal. Edberg hat gut gesehen, dass Lendl sehr, sehr nah am Netz stand. Der frühere Premierminister Ted Heath, großer Segler, sind nicht sehr viele Zuschauer in der königlichen Box. Vielleicht haben die Damen und Herren doch jede Menge Ahnung vom Tennis, denn ich muss das nochmal sagen, ein mitreißendes Match war es nur in der spannenden Schlussphase des dritten Satzes. Vielleicht jetzt. 40 beide nach 40-0. Das ist Jean Borotra, ein früherer Wimbledon-Sieger, 24 und 1926, hoch in den 80ern, einer der berühmten vier französischen Musketiere. Spiel Lendl. Lendl 4-2 Führung im vierten Satz und 2-1 Sätze vorn. Der Weltranglistenerste auf dem Sprung ins Endspiel von Wimbledon wie im Vorjahr.
15 love. Ansatzlos, fast gespielt. 15 all. Hier sehen Sie es nochmal. Edberg hatte überhaupt keine Reaktionsmöglichkeit mehr zum Volley. Das war vielleicht der längste Ballwechsel überhaupt in diesem an langen Ballwechseln nun nicht eben gesegneten Match. Hier ist die Chance für den Volley-Stop, der an der Netzkante hängen bleibt. 40-30. Das ist die Breakchance erneut für Ivan Lendl. Da merkt man fast richtig, wie ihm der Spaß macht. Volles Rohr mit der Vorhand. Und dann misslingt auch noch dieser relativ leichte Volley. Und Ivan Lendl geht im vierten Satz mit 5-2 in Führung. Zwei Breaks vorne. Was soll den Weltranglistenersten hier noch aufhalten auf dem Weg in das Endspiel von Wimbledon? Lassen Sie mich nochmal schnell auf die Historie zurückkommen. Eben haben wir da Jean Borotra gesehen und eingangs erwähnte ich diesen tollen Jimmy Connors, der 1-6, 1-6, 1-4 zurücklag und dann dennoch gegen Michael Pernfors gewann. Die britischen Tennishistoriker haben einen noch drastischeren Fall ausgegraben, der möglicherweise allen Tennisspielern Mut macht. 1927 in Wimbledon lag Henri Cochet, einer der Musketierkameraden von Borotra, gegen den berühmten Bill Tilden mit 2-0 Sätzen zurück, 1-5 im dritten und 0-30 und gewann dann doch noch im Halbfinale und schließlich im Endspiel dann auch die Krone von Wimbledon gegen eben diesen Borotra. Zurück zur Gegenwart. Die kann jetzt für Stefan Edberg sehr schnell zu Ende sein, denn Ivan Lendl schlägt auf zum möglichen Matchgewinn.
führt jetzt auch in der Ass-Statistik. Ass Nummer 6. Ganz enger Ball, zweifellos. Das ist immer diese wegwerfende Handbewegung. Schauen Sie sich diesen tiefen Flugball nochmal an. Hatte den Eindruck, er war auf der Linie. Aber der Linienrichter sagt aus und der Schiedsrichter Ken Slyle überstimmt ihn. Na? Noch zwei Punkte trennen Ivan Lendl vom Finale. Wird Fehler entschieden. Zweiter Aufschlag. Ball war aus. Breakball für Edberg. Wieder ein sehr langer, zu langer Volley in diesem Fall. Ja, das ist das 3:5. Ivan Lendl liegt zwar noch einen Break vorn. Aber sicher macht dieses Break zunächst einmal Stefan Edberg Mut, hier nochmal zu kämpfen und heranzukommen. Klasse Return von Edberg, zweifellos. 3:5 im Rückstand. Aufschlag Edberg.
Seite. Samantha Frankel hält Ivan die Daumen. Im Moment auch nötig, denn Stefan Edberg serviert wieder gut. Pick that ball up, please. Ohoho, das war aber ganz knapp. Stefan Edberg kommt nochmal heran auf 4:5 im vierten Satz. Und nach dem Seitenwechsel hat Ivan Lendl erneut die Chance, zum Matchgewinn aufzuschlagen. Hier nochmal der genaue Stand. Erster Satz Edberg 6-3, dann 6-4 und 7-6 die nächsten beiden Sätze für Ivan Lendl. Der Tiebreak endete 10-8 und war der eigentliche Höhepunkt an Spannung in dieser Vorschlussrundenbegegnung. Tony Roach, der frühere australische Crack mit der weißen Mütze tief auf die Sonnenbrille gezogen, weiß, dass Lendl da manchmal nervlich auch labil ist. Noch ist er nicht zu Hause. Der Herr mit den kurzen Hemdenärmeln, Tony Pickard, der englische Coach auf Stefan Edberg. Time. Edberg braucht noch einen Break. Lendl nur in Anführungszeichen seinen Service durchzubringen. Dann ist er wie im Vorjahr im Endspiel von Wimbledon. Jetzt braucht Ivan Lendl noch 2 Punkte. 30-0. Der war auf der Linie. Nein, der Linienrichter entscheidet aus und damit 3 Matchbälle. Das war nicht unstreitig, meine Damen und Herren. Naja, wie dem auch sei, Edberg protestiert hier gar nicht mehr. Knapp war es so oder so. Entschieden ist 40-0, also 3 Matchbälle für Ivan Lendl. Oh ja, nochmal ein klasse Return des 6 Jahre jüngeren Stefan Edberg.
noch zwei Matchbälle für den Weltranglisten-Ersten. Und das ist der Sieg für Ivan Lendl in vier Sätzen. Er erreicht damit als erster das Endspiel von Wimbledon nach dem 3:6, 6:4, 7:6 und 6:4 Erfolg über den Schweden Stefan Edberg. Liebe Zuschauer zu Hause, leider können wir Ihnen von der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen Jimmy Connors und Pat Cash erst Ausschnitte in unserer... Cash, der Austria.